Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal um eine Sache, wenn eure Waschmaschine anzeigt, Wasserablauf verstopft, Wasserablauf nicht möglich oder die das Wasser wird nicht abgepumpt, ja, steht in der Waschmaschine und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, woran es liegen kann, und ich zeige euch einfach die gängigsten, um festzustellen, was vielleicht defekt ist oder um es einfach freizukriegen, dass das Wasser wieder abläuft. Ja. Sagen wir mal, zu 99% ist eigentlich das Fusselsieb verstopft, also sprich, da ist irgendein Fremdkörper drin. Oder es ist ein Fremdkörper im Bereich der Pumpe reingekommen und die Pumpe kann nicht abpumpen. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter und schauen uns das Ganze am besten jetzt mal bei der Waschmaschine an. Das ist jetzt eine Miele, Baujahr 2017, ist eine W1, ja, mit Twindos. Hier ist meine Waschmaschine, da ist die Typenbezeichnung, die ist hier seit neuestem hier drin, ja. Also da könnt ihr sie euch ablesen. Bei der führe ich es mal vor. So, ich habe den Vorteil, ich habe hier einen Wasserablauf. Das heißt, ich kann das Ganze hier aufmachen und das Wasser fließt mir in den Siphon. Das heißt, ich habe hier keine Problematik. Ich kann hier einfach das Fusselsieb aufdrehen und das Wasser laufen lassen. Nur meine Kamera muss ich ein bisschen aufpassen. So, lassen wir es mal ablaufen. So. Das ist erstmal das Erste, was ihr macht. Ihr müsst dieses Siphon aufmachen und schauen, ob es hier verschmutzt ist. Ja? Also es ist jetzt leicht dreckig, das kann man jetzt mit einer Bürste einfach reinigen. Hier hat es bei den Mieles immer so zwei Klammern, die kann man einfach nach außen drücken, hier auch nach außen drücken und schon aufmachen. Meistens ist hier irgendein Fremdkörper oder so viel Dreck, dass einfach der Abfluss nicht möglich ist. Hier oben haben wir ein Loch, also ganz hinten bei der Pumpe. Da hinten haben wir ein Loch, ich zeig's euch mal, da hinten, da drin, oh, ich brauche irgendwas zum zeigen. Also vom Verständnis, hier kommt das Wasser raus, ja, das Fusselsieb steckt hier drin und sorgt dafür, dass die größten Fremdkörper nicht in Richtung Pumpe gelangen. Die Pumpe dreht sich und befördert das Wasser, hier ist ein Loch, das Wasser nach oben raus, ja, also hier hinten hat es ein Loch, das sieht man schlecht, und da kommt das Wasser, wird das Wasser nach außen befördert. Ja? So, jetzt kann man testen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie es verstopft ist, eine Waschmaschine. Einerseits natürlich vom Laugenbehälter, also von der Trommel, kommt das Wasser nicht unten richtig an. Das ist eine Option, ja, durch einfach Dreck, was auch immer, der irgendwie durch die Trommel gelangt ist, dort diesen Ablauf verschmutzt. Das heißt, hier kommt kein Wasser raus an der Stelle. Ich lasse mal die Taschenlampe leuchten. Ja, das heißt, man kann das ganz leicht probieren. Man nimmt einfach einen Wasserbehälter, schüttet den hier rein. Wenn das Wasser 1:1 hier rauskommt, dann weiß man, okay, der Trommel ist frei. Also da ist nichts versperrt. Ich hole mal ein bisschen Wasser. Wenn ich das jetzt hier reingieße, sollte das Wasser eigentlich in kürzester Zeit hier an der Seite rauskommen. Und ihr seht das, es kommt auch raus und es wird nicht behindert. Ja? Das ist eigentlich ein Zeichen, dass der Bereich nach außen frei ist. So, natürlich gibt es noch die andere Möglichkeit. Die ist die, dass der Ablauf verstopft ist. Das heißt, da wo das Wasser eigentlich nach außen gepumpt wird, also hier hinten beim Schaufelrad, das zur Abwasserleitung geht, ja, dass dort eine Verstopfung herrscht. Das ist eine Möglichkeit. Da macht ihr jetzt Folgendes, ihr müsst einfach das abklemmen, das zeige ich euch gleich an der anderen Waschmaschine, dort rückwärts Wasser einfüllen und schauen, ob das Wasser am Siphon rauskommt. Wenn das Wasser 1:1 rauskommt, heißt es, dort herrscht auch keine Verstopfung. Ja? So, gut, ich fülle jetzt einfach hier Wasser rückwärts in das Ganze ein. So, das müsste schon reichen. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Es ist natürlich vielleicht auch. Ihr seht, das Wasser kommt hintenrum raus. Man hat jetzt gesehen an der Stelle, dass das Wasser rausgekommen ist. Das heißt, auch der Ablauf hinten ist nicht verstopft. Es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten, was sozusagen Ursache für das Problem sein kann. Erstens, dass die Pumpe defekt ist, ja. Oder zweitens, dass die Elektronik der Pumpe defekt ist beim Programm oder was auch immer. Dass die Pumpe defekt ist, kann man eigentlich sehr einfach feststellen.
Gucken wir gleich. So, geht mir das Ding nicht mehr auf den Sack. So, an der Stelle könnt ihr testen, ob die Pumpe auch richtig geht. Wie macht man das am besten? Man geht her und tut die Waschmaschine auf Abpumpen. Das machen wir jetzt mal kurz. So, wir gehen auf Pumpen. So, und dann können wir schauen, ich hoffe, ihr seht da was, können wir schauen, wenn ich auf Start drücke, ob die Pumpe sich dreht. Ja, die Pumpe dreht sich, ich habe sofort abgeschaltet. Das heißt, die Pumpe geht. Sollte das bis dahin alles gehen, gibt es nur noch eigentlich eine Möglichkeit, was kaputt ist, ist, dass die Förderhöhe der Pumpe nicht ausreicht. Die Pumpe lässt ein bisschen mit der Leistung mit der Zeit nach. Und wenn ihr jetzt auf dem Maximum, zum Beispiel habt ihr einen Abfluss auf der Höhe, 1,5 Meter, das ist ja, glaube ich, das Maximum von Miele's. Also für Miele Waschmaschinen, die Standardwaschmaschinen mit der Standardpumpe, dann ist es so, wenn ihr dann irgendwann mal, ja, verschleißt die Pumpe, wird ein bisschen, der Widerstand wird höher, die hat nicht mehr so viel Leistung, ja, und das sorgt dafür, dass die Pumpe einfach das Wasser nicht so weit nach oben befördern kann. Das könnt ihr einfach testen, hier an der Stelle euren Abfluss abmachen, ja, Wasser befüllen in die Waschmaschine, also es tut auf extra spülen einschalten, dass Wasser in der Trommel ist, und dann startet ihr das Abpumpprogramm. Vielleicht braucht ihr eine zweite Person, das ist hilfreich. Die eine Person hebt einen Wassereimer unter das Ding und hebt den Schlauch dann auf die Höhe, die man braucht, ja, zum Beispiel diese Höhe. Die Höhe sollte die gleiche Höhe sein. Jetzt muss ich das noch schön festkleben hier, sonst fällt mir das runter. Die Höhe sollte natürlich die gleiche sein, wie auch euer Abfluss ist. Und dann tut ihr auf Pumpen starten und testet, kommt da Wasser raus? Wenn da kein Wasser rauskommt, wisst ihr, okay, die Pumpe pumpt zwar, hat aber nicht genügend Leistung, also muss man auch die Pumpe tauschen. Also von der Reihenfolge her, wenn eure Waschmaschine das Wasser nicht ablässt oder nicht rauskommt, prüft als erstes das Fusselsieb und die Pumpe, ob sie verstopft ist. Dann den Wasserablauf prüfen, also von der Trommel zum Fusselsieb, und dann den Rücklauf prüfen, ob das Wasser auch abfließen kann. Wenn das beides intakt ist, kann es nur noch im Bereich der Pumpe oder des Programms liegen. Die Pumpe, wenn sie sich dreht, ihr startet einfach das Programm während das Fusselsieb offen ist und schaut, ob sich die Pumpe dreht. Wenn sich die Pumpe dreht, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Euer Programm ist defekt oder die Förderhöhe reicht nicht aus. Das heißt, ihr müsst das Programm prüfen, nehmt ein anderes Programm. Wenn es beim Schleudern Pumpen gepumpt wird, beim euren 40 Grad Waschprogramm nicht, dann liegt es an dem Waschprogramm. Das heißt, da liegt einfach der Defekt in der Steuerung. Wenn das nicht der Fall ist, ist als letzte Möglichkeit die Förderhöhe der Pumpe, die nicht ausreicht. Das heißt, diese könnt ihr feststellen, indem ihr, wie ich euch am Schluss gezeigt habe, einfach den Abfluss abmachen, Eimer drunter halten, Wasser vorlaufen lassen in die Waschmaschine und den Eimer, und es ist wichtig, den Abfluss auf gleiche Höhe wie euer Abflussrohr im Keller ist, wo auch immer, und dann das Pumpen einschalten. Wenn dann kein Wasser rauskommt aus diesem Teil oder nur ganz, ganz wenig, dann heißt es, eure Pumpe ist defekt und der Fehler liegt da, ja, also weil sie einfach verschlissen ist. Gut, ich glaube, das waren die gängigsten Fehler mit Abpumpen, wenn Wasser nicht da ist und. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ja, wenn ja, dann nicht vergessen, Daumen hoch. Wenn nicht, tut's mir leid, schreibt mir rein, was los war, vielleicht kann ich noch ein Video drehen, was auch immer. Die Maschine ist ja hier leicht zerlegt, also die Miele sind super zum Warten und Reparieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch Daumen runter machen, schreibt rein, wieso, weshalb, warum. Mein Channel abonnieren könnt ihr hier, mein Mechthue-Channel abonnieren könnt ihr da, und ein interessantes Video aus dem Bereich Miele, vor allem wenn die Pumpe defekt ist, zum Tauschen hier, und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, bis dann!